Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar möchte ich dir in deinem Video wieder eine kleine Drohne vorstellen, und zwar von der Firma Arcos. Und ich schaue mal, dass ich einmal weg als Box sitzen kann. So, hallo und willkommen zurück. Ich habe schon vorher kurz gesagt, diesmal möchte ich eine kleine Drohne wieder testen, und zwar eine Arcos Drohne. Steht nur Arcos Drohne VR um, also wie der Verpackungssinn halt sagt, ich sage es gerade am Anfang, als ich es aufgepackt habe. Es ist so ein VR-Headset dabei, wo man sich sein Handy rein klicken kann und über die Kamera das sieht, was man mit der Drohne filmt oder wo man gerade umeinander filmt. Kurz zur Drohne selber, und zwar, ich packe schnell aus, einmal das VR-Headset, ich zeige es euch so jetzt da, tun wir da jetzt nicht viel an und kommen wir gleich zur Drohne. Ich finde die Drohne an sich echt genial. Ich zeige es euch jetzt einmal so, man kann die Drohne auseinanderkloppen, wie man es von einer Hausnummer Mavic kennt, nur halt kleiner. Und einen Akku nehmen, den kann man da hinten reinschieben. Und dann hat man das ganze Ding fertig. Die Kamera sitzt da vorne oben. Hier. Ich will euch jetzt einmal einen Größenvergleich zeigen von der Drohne zu einer relativ kleinen anderen Drohne. Ich zeige euch noch schnell kurz davor, dass man einen zweiten Akku in dem Set dabei hat. Also ist schon mal positiv für mich. Da haben wir einen Akku. Die Verpackung machen wir uns nichts aus. Aber jetzt der Größenvergleich. Da haben wir ein DJI Spark. Da haben wir Plastik, das ist dann weg. Und ich würde dir schon mal ein Video machen mit Spark. Und habe die Spark auf die Fendern draufgelegt, dass man sieht, wie klein das ist. Und jetzt dann noch einmal. Die Arcos Drohne kann ich auf mein Spark aufgeladen. Also, kurz Größenvergleich. Von der Länge her wäre gar nicht so viel und so weiter, aber trotzdem, sie ist noch mal eine Spur kleiner, und sie hat noch einen kleinen Vorteil. Man kann es zusammenklipsen. Und dann ist sie aber ja, wirklich klein. Man muss jetzt auch dort ehrlich sein und sagen, ein Spark ist viel Hightech und kostet 5,99 und die Arcos Drohne 139 Euro. Aber ich finde es lieb. Ich bin neugierig, wie nachher die Bildqualität von dem Ding ausschaut. Lass mich da jetzt einmal überraschen. Dazu der Controller. Schaut aus wie ein größerer DJI Controller für mich. Aber sie haben sich auch viel angeschaut. Die aufklappbaren Antennen. Hat da vorne einen Einschalter, da zwei Sticks, der was mit einer Drohne fliegt, ist klar, auf wie oben, links drehen, links fliegen, vor und zurück. Des Weiteren hat die Drohne automatisch landen und abheben, eigene Taste. Die Taste, was wir da rechts haben, ist für das, dass sie die Höhe halt, also du fliegst hoch mit ihrer, drückst die Tasten, sie bleibt in ihrer Höhe, ist für Anfänger relativ gut, dass man nachher umeinander fliegen kann, sag ich jetzt mal, auf einer bestimmten Höhe. Wie sie der erkennt, weiß ich leider nicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der Rückseite, sehen wir noch ein Trim-Button. Der Trim-Button ist im Endeffekt zum Justieren von den Analog-Sticks. Man drückt den Button und kann ein bisschen justieren, Feinjustage machen. Und auf der rechten Seite haben wir wieder einen Stick da hinten. Mit dem Stick kann man zwischen Low, Middle und High von den Geschwindigkeiten von der Drohne einstellen. Was ich persönlich recht gut finde, ist, dass die Handyhalterung ist im Controller fix verbaut.
Also Handy nehmen, auseinanderkloppen, da einspannen und man kann auch Mini-Handy alles sehen, was die Drohne sieht. Und auch schnell weg. Ich muss sagen, für 130 oder 139 Euro Drohne haben sie sich schon auch Gedanken gemacht. Ein bisschen störend finde ich für das da hinten, und zwar man braucht 4 AA 1,5 Volt Batterien, wobei ich kann noch nicht sagen, wie lange die halten. Wir werden es sehen. Was ist schon noch dabei bei dem Set? Natürlich alles für das VR-Headset zum Fixieren am Kopf. Des Weiteren haben sie noch einen kleinen Schraubendreher, 4 Ersatzrotoren, einen Inbusschlüssel und so einen Gabelschlüssel zum Fixieren für die Rotorblätter dabei. Also die Ausstattung finde ich echt gut. Das Einzige, was mir jetzt aber schon aufgefallen ist, ist, es ist sicher eine von den dicksten Anleitungen, was ich dieser Billigdrohne schon gesehen habe. Und zwar, sie ist mehrsprachig, muss man sagen. Und jetzt kommt das Enttäuschendste für mich. Ich habe die Anleitung durchgeschaut, es steht echt viel drinnen. Viele Sachen, was wahrscheinlich die meisten, die mit einer Drohne fliegen, schon wissen. Aber es steht nicht drinnen, was für Kameraauflösung habe ich, wie hoch ist die Reichweite, wie lang kann ich fliegen mit der Drohne. Es gibt von da drinnen keine technischen Daten bezüglich. Abgesehen auf der letzten Seite sieht man die Frequenzbänder über die Fernbedienung. Sonst ist da leider nichts drinnen. Und da ist aber, Schein beschrieben, aber ich weiß nicht, wieso hast du das nicht dazu eingeladen. Zumindest, ich habe es nicht auf Deutsch, geschweige Englisch gefunden. Nochmal als Quick-Start-Guide ist, wenn man es auspackt, auf dem Controller oben so die Schnellbeschreibung für den Controller, für jeden. Ich habe euch zwei Tasten vorenthalten, und zwar sind die zwei da oben, die sind ohne Funktion, muss ich auch sagen. Die Videodatei an sich sollte am Handy noch inzwischen gespeichert werden, wenn man eine Verbindung aufbaut. Man sieht aber in der Anleitung, und jetzt klappe ich auch Seite nochmal auf, dass normalerweise die Drohne auf der Seite einen Micro-SD-Card-Slot hätte, der was aber da extra in der Anleitung überklebt worden ist, man sieht es nur leicht durchscheinen. Ja, ich will es jetzt nicht runterreißen und schauen, ob da wirklich was dahinter ist. Es wird schon seinen Grund haben. Kurz und knapp, auf der Unterseite hat man wie gewohnt LEDs zur Erkennung, die Antenne, sicher da, vorher schon erklärt, Akku-Einschub, was ich echt sauber finde. Auf der Vorderseite die Kamera. Wenn ich Daten finde, irgendwo werde ich das in den Video unterhalb oder auf der Seite einblenden. Ich will euch da nichts vorenthalten. Achso, schön, eins habe ich vergessen. Und zwar, das Ladegerät ist rein über USB. Der Akku wird über das Kabel angesteckt und einfach auf einen USB-Steckplatz beim PC oder sonst da geladen. So. Ich will mir jetzt einen Traum machen und wirklich einmal im Freien ein bisschen fliegen mit der Drohne. Ich habe es bis jetzt nur in der Wohnung ein bisschen probiert. Ich will nicht jedes Mal mehr einen komplett zusammenrahmen, nur wenn ich filme. Nein, Scherz. Ich will Gäbel aus, ich fliege da draußen mit der Drohne ein bisschen. Nicht schrecken, wenn das wieder schwer wird. Alleinig filmen, fliegen und so weiter. Ist nicht einfach. Ich probiere es diesmal ein bisschen besser zu machen. Aber lass uns überraschen. Das Bildmaterial, wo ich aufnehme mit der Drohne, werde ich euch nicht vorenthalten. Ich will das nehmen, wir es drauf speichern und wir es euch noch sagen. Und kurz drauf einen kurzen und schlichten Fazit über das Ganze holen. Wie gesagt, es ist jetzt da kein sauteures Gerät, sondern 140 Euro ist für mich vertretbar. Wenn es schon reicht als Selfie-Drohne, finde ich das okay. Sie ist klar, man kann das einstecken. Okay, man kann das einstecken mit der Fernbedienung. Fraglich. Ich schaue noch sicherheitsweise auf die Verpackung, ob ich da noch was sehe, aber da sehe ich nichts. Es steht da oben Take-Off und Landing Keys, also die zwei Tasten habe ich erklärt. Altitude Hold Mode, also der Höhenmodus, also den halt. Ein Low-Batterie-Alarm hat er. Okay, Schein, wenn es piepst, bevor du mal anstehst.
Video Recording, okay, ist klar, er hat die Kamera vorne, Real-Time First-Person-View übers Handy und über die VR-Halterung und Foldable, also dass sie faltbar ist. Also, das finde ich aber echt cool. Bin ich ganz ehrlich. Also, schauen wir, wie es weitergeht und ciao, Leute. Jo, was sagen wir jetzt dazu, Achos Drohne VR? Die Idee von der Drohne ist echt gut, nur ich darf jetzt an jeden empfehlen, nennt es nicht als Outdoor-Drohne, also fliegt es nicht draußen umeinander, sie ist klar, sie ist, bruchlos. Nein, jeder kleine Wind, das war voll verrannt, muss ich ganz ehrlich sein. Also wenn man aussieht, echt bei Topwetter und nicht wenn es irgendwo zieht ein bisschen oder wo ein Wind geht. Nach einer gewissen Zeit gewöhnt man sich an die Steuerung, relativ aggressiv finde ich, kommt ein bisschen vor wie bei einer Racing-Drohne. Aber ja, obwohl ich extra auf Low, also oder zumindest langsam fliegen probiert hat. Leider, Videoaufnahme ist nicht wirklich zum Gebrauchen. Aufnahmen tut das Ganze in 480p, also zumindest wird es aufs Handy so weiter gesteuert. Ich habe mir die Aufnahmen nur schon kurz am Handy angeschaut. Ich kann es euch grob mal so hinzeigen.
Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt so. Also das ist der Baum irgendwo oder? Irgendwo sieht man da das Kamerastativ von mir. Das schaut ein bisschen aus, als wäre es ein 4:3 Modus, was das halt aufnimmt. Und die Auflösung ist nicht wirklich viel besser als 480p. Das schaut aus wie die Auflösung in einem alten Pornofilm. Scherz, tut mir leid. Nein. Flugzeit waren jetzt da vielleicht, wenn es gut geht, 5, 6 und mit ein bisschen Bauchweh, sage ich 7 Minuten. Mit einem Akku jetzt natürlich. Jetzt verstehe ich auch gleich, wieso es 2 Akkus dazu dann. Ich finde trotzdem die Idee von der Drohne mit den Klappbahnen und so weiter, finde ich ja echt kamaut. Also ich muss echt sagen, die Idee passt ja. Sie landet ein bisschen hart, wenn man auf den automatischen Landing-Button drückt im Endeffekt. Mir kommt es vorkommen, seitenweise will ich das gar nicht machen, was ich will. Also ihr werdet es vielleicht sehen. Ich starte von nein, ich werde es nicht sehen, weil die Videoaufnahme ja zwischenzeitlich aus war. Nein, ich muss euch so sagen, würde vom Tisch weg starten, start weg, wie vier drückt man. Und tut mir leid, es ist nicht die erste Drohne, wo sie fliegt. Aber drückt noch vor, dass sie zu mir herfliegt. Was passiert? Mir drückt es immer weiter zurück. Dann habe ich eine Notlandung gemacht. Im Strauch. Von meinem Nachbarn. Aber. Nein. Spielzeug, ja. Für scheine Aufnahmen, nein. Tut mir leid. Akkus. Die Idee ist cool. Echt. Nur es wäre scheinbar, wenn es ein bisschen mehr macht. Man muss schon sagen, wie gesagt, ich glaube von der Firma Parrot habe ich auch so eine kleine Drohne. Lasst sie 10 mal besser steuern als wie das. Die Aussätze sind echt gut von euch, also von einer. Und von euch. Es soll für euch sein. Nein, die Aussätze sind echt gut für die Drohne. Aber jo. Es fehlt etwas und das merkt man natürlich auch beim Preis. Als Spielzeug für Kinder, da würde ich eher sagen, nein, für meine Kleine ist das nichts, weil die jammert mich auch schon die ganze Zeit an wegen einer Drohne. Und ich glaube, da ist gescheiter, ich nehme meinen Spark und erkläre ihre Idee und lasse ihre Idee fliegen, weil das ist, finde ich, sicherer als wie die. Leider muss ich jetzt das erste Mal sagen, leider haben sie das ein bisschen verkackt. Die Steuerung mit dem Controller hat relativ gut funktioniert. Mit dem Handy habe ich es kurz probiert, leider noch schwerer. Aber wenn man das Handy drauf gehabt, das haut schon hin. Wie gesagt, als Spielzeug voll okay. Für alles andere ist sie nicht zu gebrauchen. Wenn ihr es auf Selfie machen wollt, bitte nehmt euch ein Handy dazu. Ist zehnmal besser für euch. Nichtsdestotrotz, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, sagt mir einfach, was euch nicht gefallen hat, dass wir nicht gleich überreagieren. Und wieder hat es gefallen, wenn es mein Kanal abonnieren darf. Also, danke fürs Zuschauen. Dann geht das Ganze jetzt wieder zusammenbauen. Also, zusammenbauen.